Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. So, Leute, heute geht's mal ans Eingemachte und zwar habe ich was ganz Spezielles vor. Ich würde mir gerne heute mal eine Steinschleuder craften und ein Bett, falls was schief gehen sollte, dass wir da respawnen können. Und mich mal auf die Jagd machen nach einem Tier, wo wir mal ein bisschen was mit farmen können. Und auch unter das letzte Video gab es wieder jede Menge Kommentare. Und ich glaube, ich bin überladen. Warum bin ich überladen? Ja, die Bären vielleicht jetzt. Könnte durchaus sein. Na, stopsel ich mal die Bären da in die Kiste rein. Ja, jedenfalls hat der... Muss ich mal ganz kurz gucken. Der Sam Nox geschrieben, ich sollte doch mal so eine Art Frage-Antwort-Video machen. Und der Schlüpferstürmer hat geschrieben, er ist auf jeden Fall dabei mit lustigen, auch ironischen Kommentaren. Dann, ja, wer war denn das noch alles? Der Nau natürlich wieder hat gesagt, er will nichts mehr schreiben, aber er wird trotzdem wieder was schreiben, ich kenne ihn doch. Und ich muss mal kurz raustappen mit der Konsole. Geht's am besten. Und der Erik hat auch geschrieben und der Kahn... Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Ich sage einfach Kahn. Der Kahn meinte, dass das Spiel schon für Xbox erhältlich ist, aber für PlayStation 4 kommt es erst später. Und der Erik hat geschrieben, dass der PvP-Server, wo wir die ganze Zeit gespielt hatten auf Valhalla, nicht mehr da ist, beziehungsweise komplett gewiped wurde. Weil die irgendwie Probleme hatten mit dem Mod, so wie ich das mitgekriegt hatte. Zuletzt, der Server lief gar nicht mehr, weil einfach zu viele Mods da drauf waren. Und ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken, bevor ich das Strike angreife und was essen. Ich habe ja noch was dabei. So, jedenfalls haben sie da irgendwie Probleme gehabt mit den Mods. Dasselbe Problem hatte ich ja bei mir auf dem Community-Server genauso. Dass der die ganze Zeit abgedatet werden musste wegen Mods und so weiter und so fort. Und dann lief er wieder nicht und dann waren wieder Mods und dann war das normale Update. Alles total schrecklich. Also Finger weg vom Mods, wenn dann lieber auf dem Solo spielen oder sagt man nur ein paar. So, da ist ein Fium hier. Ich möchte aber gerne einen Trike haben. Brauche ich nochmal ein bisschen Ausdauer. Und den Airdrop da, den holen wir uns auch gleich noch. Müsste eigentlich schon mein Level sein. Ist weiß, da sind hoffentlich ein paar Klamotten drin, da brauche ich keine machen. Und ich weiß, dass hier vorhin noch ein... oder das, ja, das geht ja auch. Jetzt bin ich überladen. Was mache ich denn, was mache ich denn? Bären esse ich mal. Was glaube ich nicht viel bringt. Eine Wasserflasche ist immer gut. Ja, bin immer noch überladen. Zwar nicht mehr so sehr überladen, aber überladen. Es sind auch glaube ich zu viele Steine. Zur Not, ich schmeiße jetzt immer Steine weg. Zur Not, falls ich noch welche brauche, muss ich mir ganz schnell welche hacken. Da hinten wird, glaube ich, irgendwas gerade von Haien zerfetzt. Da sind Dodos, da sind Para. Ach, da ist er doch. Das Objekt meines Begehrens. Der Trike, den ich nicht treffe. So, Angriffsmusik. Oh, der backt. Der backt fest. Oh, scheiße, das sind zwei. Ah! Mutti. Das könnte mein Tod sein. Da ist auch eins festgepackt. Warum habe ich denn das nicht genommen? Ah, shit. Okay. Nehmen wir das hier, weil es gerade so schön festpackt. Das geht auch wunderbar. Ich hoffe, die Steine reichen. Und ich hoffe, der Dodo kommt mir nicht in den Weg. Ich hoffe, jetzt ist die Musik an der Stelle nicht so laut. Okay, liegt. Das ist Level 2. Na egal. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Ich habe natürlich jetzt gar keine Bären dabei. Mal ganz schnell noch ein paar Bärchen sammeln.
Die Musik sollte jetzt langsam mal wieder aufhören, danke. Und ja, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen, ist aber auch nicht schlimm. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Level 2, naja, es hätte stärker sein können. Und es geht schnell. Das ist ja schon mal wenigstens ein Vorteil. Leveln können wir das jetzt so dann noch, wenn ich einen Sattel machen kann. Ich meine, sinnvoller wäre es jetzt gewesen, erstmal ein Para zu machen, weil, oder zu tamen. Weil da kannst du einen Sattel machen. Und am Anfang ist eigentlich wichtig, ihr kriegt das Level ja nur durch... tame nicht wirklich. Mehr durch Sachen bauen. Aber das Tray können wir mitnehmen, um Sachen zu bauen. Weil das kann nämlich dann, wenn es auf Gewicht gilt, ist eine Menge tragen. Haben wir auch noch ein paar Bärchen drin. Kottikbärchen auch noch, damit es schön liegen bleibt. Naja, okay, es dauert doch schon eine ganze Weile. Kann ich ja schon mal anfangen, Holz zu hacken oder Pfeife oder sowas. Weil ich brauche nämlich auch noch Klamotten. Und bis ich Lederklamotten habe, wird es eine Weile dauern. Ich habe ein bisschen das Haus erweitert, das zeige ich auch gleich noch. Und ja, war mir klar, Fiumia. Sattel, Parasattel. Ja, den hätte ich schon machen können. Trike-Sattel ist irgendwo hier. Das ist, glaube ich, der Raptor-Sattel. Und dann ist hier unten irgendwo das Trike. Das ist, glaube ich, der Frosch. Und das muss das Trike sein. Bei Level 20. Ach du Scheiße. Da muss ich noch ganz schön viele Wände und sowas bauen. Und ich glaube, da gehen wir erstmal aufs Bauen. Das Ganze wird jetzt erstmal eine Zeit lang aufs Bauen hinauslaufen. Außer wir tämen uns hier da hinten noch so ein Para. Aber der läuft weg, weil der backt nicht fest. Ich habe noch Steine. Wollen wir es mal versuchen? Ich glaube, ich versuche es einfach mal. Vielleicht bleibt der ja fröhlich. Der steht da irgendwie. Warum steht der da? Level 3. Ach, der backt auch fest. Mensch, heute ist doch mein Glückstag. Als gibt es da nicht. Die backen alle fest. Hoffentlich löst er sich jetzt nicht. Aus der Verankerung. So, nächste gelegt praktisch. Jetzt brauche ich ganz schnell Bären. Ich habe in der Hütte noch welche, aber ich glaube, der Weg ist jetzt zu weit. Wenn ich jetzt. Komm, sammel schneller. Wenn ich jetzt zur Hütte renne und der Bären sammle, ist das, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr weit. Komm, Junge, mach hin. Bevor das Viech da hinten aufwacht. Ich glaube, ich hätte die Schwierigkeit auf dem Server ein bisschen höher, aber auf diesem Pseudo-Ding hätte ich ein bisschen höher nehmen sollen. Weil irgendwie so Zweier und Dreier Tracks und Zweier Parasoren, naja, ist ein bisschen low. Der braucht noch so lange. Das wird eine Weile dauern. Ich will jetzt auch keinen Cut machen und das Ganze hier an der Stelle irgendwie abbrechen und dann neu machen. Weil ich wollte das gerne wirklich so behalten, dann, dass man sieht, wie lange es unter normalen Bedingungen, also zum Beispiel dreifach, dauert, so ein Low-Level-Viech zu tamen. Schon ganz schön krank. Auf diesen offiziellen Servern dauert das natürlich noch länger. Wenn ihr da zum Beispiel so ein Trike tamen wollt oder so, da kann es passieren, dass ihr schon mal eine Stunde dran seid. Bei Einfach-Taming. Das ist schon krass. Finde ich jetzt persönlich, weil derzeit kann immer mal was passieren. Es gibt Leute, die haben nicht so viel Zeit, die spielen vielleicht höchstens mal 20 Minuten oder so. Und dann kriegst du nichts Vernünftiges hin. Oder das Vieh wird ja halt immer wieder weggekloppt oder stirbt oder was weiß ich was. Oh, jetzt renne ich mal da runter. Es wird, glaube ich, so langsam dunkel. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei dir geht es schneller. Machen wir hier nochmal Bärchen rein. Dann muss ich gleich mal gucken, was ich für einen Sattel brauche.
Ich glaube ein Level Up auf jeden Fall. Close it. I. Klamotten, Klamotten. Da habe ich ja noch gar nicht gelernt. Ey. Die Engram Points sind hier auf dem normalen so gering. Brauche ich hierfür? Brauche ich 9 Punkte? Ey, ich habe noch 9. Gott sei Dank, dass ich die mir nochmal aufgehoben habe. Kann ich mir auch noch eine Mütze bauen? Hoffe ich. Geht das? Ja. Mütze schon mal, dass er was anhat. Die gute Frau. Nicht, dass sie sich noch einen Schnupfen holt. So, einmal darüber ziehen. Man hätte auch jetzt doppelt klicken können. Und dann Crafting den Parasattel. Hide und Wood. Okay. Hide könnte problematisch werden. Wobei ich hier noch ein paar Dodos habe. Aber ich glaube, so viel Hide bringen die jetzt auch nicht viel. Und so viel. So, und wenn jetzt noch jemand fragt, warum die Dodos ausgestorben sind, ne, dann weiß ich es auch nicht mehr. Man sieht's doch, warum. Man sieht's daran, dass sie Hide geben und Fleisch und eine Delikatesse sind. Und ich glaube, um hier so viel Hide zusammen zu knuspern, für diesen Sattel. Okay, jetzt kann ich aber wenigstens schon mal hier Hose und Pulli und Schuhe und das lernen. Okay, da können wir uns dann auch noch mal ein bisschen was machen. Hat der noch Bärchen? Ja, noch Bärchen. Okay, da muss ich mal kurz an den Trike gucken. Normalerweise wäre es jetzt, ich könnte jetzt eigentlich auch das Trike einfach umbringen und mir später noch mal ein neues tamen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Wenn ich es einmal habe, dann habe ich es. Nehme ich die zwei mit drüber. Lass die da erstmal stehen eine Weile. Dann leveln die ja auch noch. Die stehen praktisch. Immer wenn die fressen und man sich gut um sie kümmert, dann leveln die. Gibt es dann auch immer so ein, zwei Level dazu und dann irgendwann, wenn sie hoch genug sind, kann man dann mal mitten im Sattel losreiten. Um. Das ist ein schlechter Scherz, oder warum schon wieder nur Steine? Jedenfalls, um dann vernünftig mal was zu attackieren, anzugreifen, zu töten, um dann Heil zu sammeln oder das Viech einfach mal blank zu leveln. So. Da kommt jetzt hier noch was rein. Das Strike wird eine Weile länger dauern. Das heißt, ich muss eins von den gefundenen, ja, geklaut ist relativ, von den gefundenen Lagerfeuern erstmal hier gleich hinsetzen. Weil es wird nämlich Nacht und ich muss mir was zu essen machen. Gleich am besten hier in der Nähe. Sonst könnte es ein bisschen heikel werden, um die Nacht zu überstehen. Aber so viel Fiber, wie ich momentan habe, ne, müsste es da eigentlich mal für eine Rüstung reichen. So, das noch, das noch, das noch, das noch. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Stoffrüstung. Da wird es dann auch nicht mehr so kalt. Da. Ich weiß gar nicht, wie viel Heit ich jetzt noch drüben habe. Aber ich glaube, für den Sattel reicht es noch nicht. Müsste ich mal einen Trigger und eine Schildkröte K.O. machen. Mit Schleuder und sowas. Aber dafür muss ich erstmal die Schleuder reparieren. Dann machen wir die Schildkröte K.O., nehmen die auseinander und dann hätten wir mit Sicherheit erstmal schon mal ein bisschen mehr Hide, um den Para, der da schon. Oh, der steht schon. Komm mit, mein Freund. Ja, na, endlich geht doch. So, Para steht. Jetzt warten wir nur noch auf Strike. Aber ich glaube, ich könnte mal gucken, ob ich doch vielleicht den Para hier stehen lassen kann, weil ich spiele ja nicht PvP, ich spiele ja Singleplayer. Ja, warum kommt der nicht? Achso, der buggt noch. Den muss ich erstmal befreien. Oh, was ist denn jetzt los gewesen? Oh, klar. Ein Hänger. Buggt da trotzdem noch fest. So, jetzt müsste er eigentlich laufen können.
Ja, ich höre es doch. Ja, er läuft. So, und jetzt brauche ich ein Feuer und erstmal was zu trinken. So, und jetzt brauche ich ein Feuer und irgendwo war das Strike. Jetzt wird es nämlich schon wieder dunkel. Strike müsste hier gestanden haben. Stehe ich mal ein Feuer hier. Und ess mal kurz was. So, und dann gucke ich mal, ob ich hier. Ich habe Tetsch und Holz. Ist ja nur erstmal dafür. Sparkpowder hätte ich dann auch noch verbrennen können, aber ich möchte es eigentlich nicht. Man sieht es hoffentlich jetzt. Dann muss ich nicht Gamma eingeben. Um meine Fackel bauen wäre sinnvoll. Einmal Holz. Ja, nehmen wir zweimal Holz. Holz. So. Inventar, Crafting Fackel. So. Bringen wir mal ein bisschen Dunkel ins Licht. Licht ins Dunkel, so. Und hoffentlich verbrennt der sich nicht die Füße. Das könnte heiß werden. Kriegt er sozusagen heiße Füße. Nicht kalte. Ach, schon wieder im Busch reingegriffen und Steine rausgeholt. Das gibt's dann nicht. Wo habe ich denn die Fackel jetzt? Auf Null habe ich die. Okay. Nur Steine. Da hinten, also hier hinten, da in die Richtung, da hinten, das ist das Gebiet. In diesem Gebiet spawnt öfters mal ein Spino. Ich glaube nur, seitdem man jetzt dieses Update mit diesem Sumpfbiom gemacht hat, gibt es den da, glaube ich, gar nicht mehr. Vorher war der da mal, ich weiß es nicht. Da müssen wir irgendwann mal gucken. Mal später. Wenn wir hier das Viech jetzt mal endlich fertig getämt haben. Du hast so wunderschöne Augen. Vor allen Dingen so nach oben verdreht. Bäh, das sieht ja total eklig aus, Alter. Ist das eklig. Aber ja, klimpernd mit den Wimpern. Wimpern klimpern. Wie lange braucht es noch? Oh, es braucht noch sehr lange. Und es kriegt 0 Level dazu. Bei 90% Taming. Das heißt, es bleibt männlich Level 1 und er ist männlich Level 4. Sehr schön. Nur männliche Tiere. Vielleicht hätten wir uns einen weiblichen Dodo tamen sollen. Wäre vielleicht auch sinnvoll, weil Dodos, damit kann man nichts machen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es sind nur Hide-Lieferanten der Vergangenheit und Fleischlieferanten des modernen Ark-Menschen. Für mehr taugen diese Viecher eigentlich auch gar nicht. Und ich glaube, die meisten tamen sich die nur für dieses Komplettbild, dass man auch mal einen Dodo getamt hat. Man braucht ihn zwar nicht, aber man tamt ihn trotzdem. So. Also gehe ich schwer davon aus, weil was will man denn auch mit dem Dodo? Der kann nichts, der macht nichts, der frisst nur und steht blöd in der Gegend rum. Kackt mal einen Köttel. Ich meine, okay, später, also einige Dodos legen ja auch Eier, meistens die weiblichen. Und die kann man auch mal essen, so als schnelle Mahlzeit für zwischendurch, aber sonst sind sie eigentlich total unnütz. Ja, das ist scheiße. Es ist sinnvoller, Trikes oder so Pflanzenfresser mit Meoberries zu Meiju-Berries zu füttern und zu tamen, weil diese Beeren sind für einige Tiere, wie zum Beispiel dem Trike, besser geeignet. Nehmen wir das mal ins Inventar, hacken wir immer noch ein bisschen Tetsch. Oh, das ist dunkel. Na egal. Müsste eigentlich auch gleich wieder im Spiel sowieso hell werden. Alter, Marine, komm. Wir sind da fast über unserer Zeit.
So, und dann müssen wir noch den Weg nach auf die andere Seite, nach auf die andere Seite. Wir müssen den Weg noch auf die andere Seite finden, weil, ja, das sind Piranhas. Die wohnen da im Wasser und die attackieren alles, was nicht so friedlich ist. Nicht so, nee, nicht so friedlich? Hä? Nein, attackieren alles, was da friedlich durchs Wasser will und trotzdem wird man attackiert. Und dann müssen wir gucken, ob wir das Strike und den Parasaurus da schön rüberkriegen. Bei unter normalen Voraussetzungen hätten die, glaube ich, dann keine Chance gegen den Piranha. Der Para kann sich eigentlich nützlich machen. Oh, der hat noch Bären. Die nehme ich ihn gleich weg. Bis auf die gelben, die lasse ich drin. Ich habe auch noch gelbe Bären im Inventar. Die habe ich gar nicht gesehen hier. Mensch, das ist der Tag doch gerettet. Ja, kann er ja die roten kriegen. Komm, machen wir das so, dass das ein bisschen verteilter. Und er kriegt die roten und die Steine und er kriegt gar nichts und nur Bären. Müsste gleich fertig sein. So, und dann könnt ihr euch ja mal ein paar Namen für das Geficht ausdenken. Und die, die bisher geguckt haben, können sich einen Namen für das Gedingens ausdenken. Und wir demolischen das, um die Sachen Ressourcen wieder zu kriegen. Und dann nehmen wir unsere Fackel und pfeifen den noch. Follow One. Und den müsste ich, glaube ich, irgendwie befreien, ne? Das wird jetzt eine ganz schwere Geburt, weil erstens sehe ich nichts. Und zweitens, wenn ich auf das Strike schlage. Oh, meine Fackel geht ganz schön schnell kaputt, Junge, Junge. Ganz schnell reparieren. Und dann weiter drauf einprügeln. Obwohl ich eigentlich, wenn ich Glück habe, so das Strike nicht treffen sollte. Ich operiere praktisch jetzt blind gerade. Okay, ich habe es geschafft. So, dann folget mir. Ihr zwei. Wir gucken mal, ob ihr durchkommt. Das könnte knapp werden. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Da muss ich über den langen Weg über den Strand wählen. Außenrum praktisch. Warten und dann langsam weiterlaufen, weil die sind halt irgendwie nicht so schnell. Die laufen jetzt ganz langsam, weil die ja noch nicht auf Movement Speed geskillt sind. Und jetzt gehen wir hier außenrum den langen Weg, einmal praktisch wie eine Schlange von hier nach da und wieder rum, weil wenn ich jetzt hier quer durch den Wald laufe, könnte ich einen verlieren, dadurch, dass die halt nicht durch diese Bäume, also durchpassen oder durchkommen. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt das hier mache. Okay. Boah, Alter, der Trike. Da hat er den aber auch einen Headbutt gegeben, Junge, Junge. Ob ich den Dodo erwische. Sehr nice. Aber mit so einem ausgewachsenen Trike gegen Trike, das will ich noch gar nicht versuchen, weil das ist noch. Nee, das ist die Level. Das Level ist noch viel zu gering mit unserem Trike, jetzt gegen so einen Trike zu kämpfen. Auch wenn der Para dabei ist, ich glaube, die würden beide sterben. Aber im Dodo hat es geklappt. So, wir sind fast zu Hause. Und ich muss dann erstmal nochmal jede Menge Scheiße zusammensuchen, um hier so einen Parasattel zu bauen. Könnte ich eigentlich auch den Para machen lassen, aber. Ich glaube, der würde sterben. Das Risiko ist mir zu groß, ihn das machen zu lassen. Seid ihr alle da? Ja. Okay,
Okay, jetzt hier noch um die Kurve rum und dann sind wir schon fast wieder zu Hause. Problem ist aber. Ach ja, genau. Ja, ich weiß, was ich noch schnell machen wollte. Ich wollte euch noch schnell die Erweiterung dieser kleinen Hütte zeigen. Es sind eigentlich nur zwei Foundations, die ich noch hinzugefügt hatte. An der Seite und noch eine zusätzliche Tür, dass ich hinten zum Wald raus kann, um schneller Sachen zu farmen. Alter, ist die Folge lang. So, da hinten ist das Haus. Ofen ist natürlich da nicht an. Also es wird kalt. In der Hütte muss ich erstmal Feuer anmachen. Und wir haben heute erfolgreich einen Trike und einen Parasaurus zur selben Zeit getamed, die Gott sei Dank festgepackt waren. Leichtes Ziel, leichtes Opfer. Ging ganz gut. Und dann brauchen wir erstmal das nötige Level, um diese Sättel dafür zu lernen. Und vielleicht müssen wir nochmal so einen Trike niederstrecken, aber eins, was nicht festgepackt ist, um Heiz zu kriegen. So, hier sind wir zu Hause. Hier ist es gut. Kommt man noch ein Stück näher an die Hütte dran. Bingo. Schön vor der Eingangstür geparkt. Und Essen ist fertig. Ich bräuchte mal Mortar und Pestel, fällt mir gerade ein. Um das verrottete Fleisch, hier habe ich jede Menge Beeren noch drin, um das verrottete Fleisch mal loszuwerden. Scheiße, ich bin zu dämlich, ne? Ich habe vergessen, das Bett aufzubauen. Wenn ich jetzt verreckt wäre. Ach du Kacke, das will denn dann. Oh nee. Ah, bin ich losgerannt, ohne das Scheißbett aufzubauen. Böses Faul, böses Faul. Aber ich bin ja froh, dass ich es trotzdem überlebt habe, sonst hätte ich nochmal von der. Also dann hätte ich das ja erstmal da suchen müssen. So, wie viel brauche ich für Mortar und Pestel? Das können wir kurz nochmal bauen. Und dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier. Craftable, Mortar und Pestel. 65 Steine. Ach, du Scheiße. Ich glaube, das ist dort leichter, die so zu sammeln. Ja. Das ist irgendwie viel leichter, dauert irgendwie gar nicht so lange. Einfach über den Strand rennen, die ganze Zeit E drücken. Oder E gedrückt halten, wenn man einen Stein sieht. Dann können wir Mortar und Pestel bauen und können dann schon mal ein bisschen Sparkpowder oder sowas machen. Oder mal Narcotics wäre auch nicht schlecht, aber ohne Pfeile nützt mir das Ganze gar nicht. Weil Narcotics sind überwiegend für Fleischfresser da, also nicht für Pflanzenfresser verwenden. Weil dadurch könnte die Themenrate auf, also dieses Prozentzeugs da könnte dann mal, wenn ihr Pech habt, ein bisschen fallen. Also sowas ist eher für Skorpione, T-Rex, alles sowas Fleischfresser sind. Und nicht für Pflanzenfresser. Für Pflanzenfresser ganz normal Beeren benutzen. Weil das hält das Level-Dingens ganz hoch. Warum mache ich das eigentlich im Dunkeln? Dann heißt es wieder, ihr seht nichts. Und stopp mal, da ist noch was. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ich sammle und sammle und sammle, weiß gar nicht, wie viel ich habe. Was haben wir denn? Ah, reicht schon. Sehr schön. Der Blueprint vom Lagerfeuer kommt auch gleich noch in eine Kiste rein und den setzen wir jetzt uns hier mal dahin. Und es wird langsam wieder hell. Haben wir einen Tag, einen Arktag praktisch verballert, um hier zwei Tiere zu tamen. Die Kiste, warum ist die eigentlich kaputt? Ich weiß es auch nicht. Habe ich das eigentlich schon gelernt? Ich habe ja noch gar nichts gelernt. Ach du Kacke. Mache ich mal das Fleisch hier mit rein. Dann kann es in Ruhe vergammeln. Ich brauche es eh nicht. Ich habe noch genug. Und dann machen wir das und das da mit rein. Und das dann noch. Und dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Stopp, die Slots sind voll. Und irgendwie fehlt hier die Kacke. Die ist weg. Gespoilt praktisch.
machen wir das so rein. Okay. So, an der Stelle beende ich die Folge. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch. Wenn ihr noch ein bisschen mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Ark beim Ausbau der Hütte. Würde ich sagen, das werden wir das nächste Mal machen. Hier so eine schöne Suite hier hinsetzen. Vielleicht auch mal mit ein paar Schrägen und ein paar ja, Fenstern und so was alles. Werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kann ich jetzt auch noch ein bisschen weiter leveln und das ganze Spiel mal ein bisschen vorantreiben. Ohne dass ihr jetzt hier als die Details, die Farmsequenzen sehen müsst. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.